So Leute, ihr wundert euch jetzt bestimmt, wieso ich jetzt das Bild offen habe mit Tom und mit einer gewissen Person hinter seinem rechten Bild, also der vorherige Flohmarkt. Bin natürlich ich, der Gamefuchs. Woher kommt euch dieses Bild bekannt vor? Mit dem abgedeckten Gesicht. Die Antwort kann ich euch natürlich gleich sagen, weil ich fand es natürlich ein bisschen witzig. Ich habe es Tom auch gesagt. Er hat es nicht gewusst, dass es mit dem Film, glaube ich, zu tun hatte, aber ich zeig's euch einfach. Für mich ist einfach die Ähnlichkeit da. So Leute, habt ihr das auch gedacht? Hä? Ich habe gedacht, komm, das ist jetzt mal was Witziges, das füge ich euch mal hinzu. Ihr seht ja, mein Bild ist abgedeckt und natürlich das von Mikey auch von der Monster AG. Das fand ich jetzt ein bisschen witzig, weil Tom hat das genauso gemacht und hat es aber nicht so realisiert. So Leute, ich wünsche euch dann noch viel Spaß beim Video. So, servus Leute, willkommen. Ich habe eine weniger schlechte, gute Nachricht. Ich habe es mir jetzt seit längerer Zeit überlegt, was ich machen möchte. Und ich habe mir überlegt, mit YouTube aufzuhören, weil es macht mir keinen Spaß mehr. Sagen wir mal ehrlich, es macht mir einfach keinen Spaß mehr. Also mehr dazu kann ich eigentlich nicht sagen. Außer dass das, was ich gerade gesagt habe, ein Scherz war. Mehr Spaß. Wir haben jetzt 300 Euro Gewinnspiel. Morgen geht es wieder auf den Flohmarkt. Ich werde euch jetzt nachher zeigen, was es zu gewinnen gibt für den ersten und für den zweiten Platz. Natürlich wird es dann wieder verlost und so weiter. Die Gewinnspielfragen werden sein zwei Stück diesmal. Einmal ist die Gewinnspielfrage, wie viel mein Kollege damals gezahlt hat für den DSi. In OVP, diesen braunen, wo wir in Stuttgart waren, also halt diese Stuttgart-Runde gemacht haben. Wer schon länger Abonnent ist, der wird es wahrscheinlich wissen, welche Folge das war und wie viel er dafür gezahlt hat. Ich meine, ihr könnt es auch erraten, den Preis, falls ihr nicht wisst oder so, einfach erraten. Aber ich kann euch noch einen Tipp geben: Vor zwei oder drei Folgen habe ich das, wo ich mit Tom zusammen eine Folge gemacht habe, habe ich das sogar erwähnt, wie viel er gezahlt hat. Also für das Ding eben. Gewinnspiel geht dann bis, heute ist der was, 27. glaube ich, Freitag 27. am Abend, bis, ich schätze, nächsten Sonntag machen wir. Wie viel haben wir dann? Ich glaube der 5. November. Oder nee, auf Montag müssen wir es verschieben, weil nächsten Sonntag ist nochmal ein riesen Flohmarkt. Da habe ich dann wahrscheinlich keine Zeit, das Video zu machen. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich im Anschluss, was es zu gewinnen gibt. Und morgen ist natürlich der andere Flohmarkt. Eventuell fahre ich da auf zwei. Bei uns ist halt immer so das Problem, man muss hier halt wirklich immer 50 bis 100 oder 200 Kilometer fahren, um wirklich ein, zwei Flohmärkte nebeneinander zu erwischen. Wir haben es nicht so schön wie andere, am Wochenende mal 5, 6 Stück Flohmärkte dahergeflattert kommen und das auch noch am Sonntag auch noch. Also wenn es bei mir wäre, dann wäre ich natürlich auf allen Flohmärkten, da würde ich natürlich auch 40 Minuten oder so filmen. Aber wenn es hier natürlich so wenig gibt, dass ich da überhaupt einen Film immer zusammenkriege, das ist halt schon Wahnsinn, weil ich, was soll man dazu sagen? Dann sehen wir uns gleich. So, also Leute, das wird jetzt der zweite Platz vom Gewinnspiel sein. Ein Büchlein aus D-Mark-Zeiten von Superman, das lustige Taschenbuch, das Olsen-Monster. Dann gibt es noch ein N64-Spiel Formel 1. Dann gibt es noch die Anleitung von Game Boy Color Pokémon Pinball, das PSP-Spiel Exit, PS2-Spiel Kaya, das kenne ich noch nicht, das ist wahrscheinlich so Anime-mäßig oder so. Dann habe ich noch ein anderes PS2-Spiel, Zone of the Enders. Dann noch Baxter Stockman von 1990 oder 1991, die Figur. Oder ich glaube sogar 89, wenn es mich nicht täuscht. Dann habe ich noch für die PS2 Enter the Matrix, für Xbox 360 DJ Hero und dann noch zwei Spielfilme. Das wäre einmal München und einmal Ballistik. Und dazu dachte ich mir, komm, ich gebe jetzt noch diese drei Anleitungen von Zelda 2, also The Adventure of Link für die NES, für Game Boy Advance das Daredevil. Ich glaube, das habe ich entweder vom Kevin mal gekriegt oder vom Georg, ich weiß es nicht mehr.
und das Madagaskar 3. Das wäre jetzt der zweite Platz. So, kommen wir jetzt zum ersten Platz. So, und der erste Platz wird sein ein Captain America Original Marvel T-Shirt. Es müsste so die normale Größe sein, ich glaube M oder L oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher, das ist noch, also es verschweißt zielt. Dann den von den Teenage Mutant Ninja Turtles, den Leonardo rechts, die Figur aus 1988. Dann die erste SNES Collector's Guide, den ersten vom Tommy. Dann für Sega Mega Drive das 3-in-1 Modul, also als Spiel des Mega Games mit den Sportspielen. Das andere Superman Äffchen. Dann ebenfalls Zone of the Enders für die PS2. Und New Police Story, der schon glaube ich 1999 oder so, der müsste auch ziemlich gut sein. So, was gibt's hier noch? Das hatte ich schon, Sekunde. Jetzt habe ich hier was verwechselt, glaube ich. Nee, doch nicht. Ich hab's. Dann gibt's von Kinect das Spiel Adventures für die Nintendo DS Nintendogs. Für die PSP Tron, den Film Guess Who mit Ashton Kutcher und den anderen Herren. Ich glaube, der andere ist verstorben vor ein paar Jahren, ich bin mir jetzt nicht sicher. Dann noch Jack and Dexter für die PS2, dann auch ein sehr gutes Spiel. Evergrace für die PS2. Das wäre jetzt alles der erste Platz. Und die Frage, was ihr halt beantworten müsst, in welcher Folge oder wie viel hat er bezahlt für den DSi XL in OVP. Das, naja, ich habe davon was erzählt in vor 2-3 Folgen, wo ich mit Tom auf dem Flohmarkt war. Da habe ich erwähnt, wie viel er gezahlt hat. Sonst könnt ihr es auch einfach erraten. Das ist halt die Teilnahmebedingung. Ihr müsst halt Abonnent sein, ihr müsst das Video liken. Und natürlich, wann ist nächste Woche? Am 6.11. ist dann am Abend die Auktion zu Ende. Also halt das Gewinnspiel, nicht die Auktion. Und ich werde dann einen Tag später also das YouTube-Video hochladen und die Gewinner bekannt geben. Bis zum nächsten Mal, dann euer Gamefuchs.